das ist jetzt, sind zweimal, also aus zwei Gründen jetzt eine harte Zeit, weil erstens ist es gleich nach dem Mittag und zweitens ist es eigentlich ein Thema, das wahrscheinlich, wenn so viele kompetente Leute da sind, eigentlich fast überflüssig ist. Dennoch einfach auch verkürzt, weil um zwei geht es gleich weiter mit dem nächsten Thema. Es gibt Checklisten für die Minergie-Checkliste, die kennen hoffentlich die meisten. Das ist die Liste, die ja hier auch in den Unterlagen dabei ist. Da ist eigentlich aber nichts dabei, was unmittelbar mit dem Test zu tun hat. Das ist einfach die ganze Gebäudestruktur. Und dann gibt es die Checkliste, die in der Relumi drin ist. Jetzt weiß ich nicht, ob das geht. Hast du das verlinkt? Nein, gut, okay. In der Relumi gibt es ja ebenfalls eine Checkliste, die enthalten ist, die eigentlich mehr mit der unmittelbaren Testvorbereitung fast zu tun hat, die eigentlich auch anstelle meiner paar Punkte, die folgenden Punkte vorhanden ist. Und es gibt offenbar auch in der 13.8.2.9, die dies wissen, können mich gerne ergänzen, eine Checkliste oder Tipps zur Testvorbereitung. Kennt jemand die 13.8.2.9 auswendig? Gut. Aber da gibt es auch noch Sachen. Ich habe jetzt einfach versucht, ein paar Sachen, Punkte zusammenzutragen, die für mich eben auch ein No-Go sind, beziehungsweise wenn ich vor Ort bin, sehe, dass es eigentlich für mich auch keinen Sinn macht, das Ganze einzubauen oder überhaupt zu messen. Die Öffnungsgröße für den Rahmen ist auch immer ein Thema. Wir haben Standardrahmen, verschiedene Produkte haben verschiedene Rahmengrößen. Die seitliche Anpass- oder Anpressgrößen sind unterschiedlich. Ich versuche das auch immer im Vorfeld auch zu klären, aber wenn man da ja nicht den passenden Ausschnitt hat, dann ist es für mich klar, dass ich da eigentlich kaum messen werde. Außer es findet sich lokal noch ein Zimmermann oder sonst jemand, der auch noch irgendwas zusammenschneidet und abdichtet. Aber das ist auch immer ein Zeitfaktor. Sind wir da wieder beim Thema Ausschreibung. Was ist enthalten, was ist nicht enthalten? Ist die Zeit zum Warten, bis der Rahmen passt? Wo ist der enthalten? Stromanschluss ist bei meinem Gerät wesentlich. Ich weiß nicht, ob jemand... Gibt es Geräte, die nicht WLAN, aber mit Batteriebetrieben funktionieren? Keine, gibt es keine, oder? Das ist auch immer mit dem Strom das Thema. Ich für mich halte es auch so, dass ich die Hüllfläche ermittelt haben will, bevor ich dort bin, damit ich auch weiß, was ich messe oder wohin ich eigentlich komme. Das ist für mich auch klar ein Thema, dass ich die Pläne haben muss. Ich muss die vom Architekten nicht auf der Baustelle kriegen oder vom Auftraggeber, sondern vorher. Durch die Hüllfläche kann ich auch den Vmax, V50 Max ermitteln. Den will ich eigentlich auch wissen. Ist aber eigentlich klar zusammenhängend mit der Hüllfläche. Ich hatte letzten einen Fall mit den Verglasungen versiegelt. Da habe ich eine Messung gemacht, oder musste sie machen, obwohl eine Scheibe komplett zerrissen war. Und die haben die abgeklebt, quer, alles drauf, Siegabänder ohne Ende. Dann habe ich begonnen und dann war das aber eigentlich nicht okay. Dann habe ich festgestellt, dass die Versiegelung gefehlt hat, weil die haben natürlich absichtlich dieses defekte Glas nicht einversiegelt. Musste ich wieder alles kleben, machen und tun. Dann habe ich nochmals probiert, nachdem ich alles geklebt hatte. War der Messwert nicht wahnsinnig gut. Dann habe ich festgestellt, dass im Geschoss drunter dasselbe ist. Eine Eckverglasung ohne Versiegelung. Aber der Verputzer war draußen auf dem Gerüst am Arbeiten, hat alles mit Plastikfolie abgedeckt gehabt. Durch das war die ganze Plastikfolie schön unter Druck, alles angesaugt. Durch das war es halbwegs dicht im Unterdruck. Im Überdruck habe ich dann gesehen, dass die Kurve ganz anders aussieht. Deswegen ist das mit der Versiegelung für mich auch inzwischen so ein heikles Thema. Weil ich auch Angst habe, dass die Gläser natürlich dann reinfallen.
offener Kamin mit Asche. Ich habe jetzt noch nie den Fall gehabt, dass ich mit schwarzem Kopf rausging. Ich weiß nicht, ob das schon jemandem passiert ist. Die Asche haut es aber ganz schön rum. Das habe ich schon gesehen. Also auch Asche raus ist für mich klar, dass das vor dem Test jemand machen muss. Die Sanitärleitungen haben wir jetzt auch im Musterhaus gesehen. Ist auch immer ein Thema, dass die ja dicht sein müssen, entweder gefüllt, Wasser drin oder Deckel drauf. Ganz beliebt ist dann die Situation, die man jetzt hier nicht abgebildet hat. Eine Ständerwand und die Leitung steht ungefähr so viel zurück. Und die Öffnung ist halb so groß und das Rohr ist einfach nicht zugänglich zum Abdichten. Ist eigentlich auch ein Punkt, wo man sagen muss, kann ich nicht messen, ist ja nicht im vernünftigen Rahmen zu machen, außer hat jemand einen Bohrer da und. Aber ist alles immer wieder Zeit. Dann klar ist die Lüftungsanlage. Die muss auch irgendwo abdichtbar sein, entweder an der Anlage, im Ventilator, also an den Zu- und Auslustluftöffnungen. Ist klar, auch wenn das nicht möglich ist, No-Go. Die Aussparungen, so eine Sache, da hat es jetzt auch eine gehabt im Musterhaus, eine typische hinter einem Lüftungsschacht, die Brandabschottung fehlt. Wenn man messen kann, kann man es messen, aber nach so unmittelbar einfach abdichten geht ja eigentlich nicht in dem Fall. Ob das allerdings im Rahmen einer Prüfung, wenn man auf die Baustelle kommt und das dann anschauen will oder überprüfen will, ob man die Messung durchführen kann, auch sichtbar ist ja die andere Frage. Meistens baut man ja die Anlage ein, stellt dann fest, reicht nicht und dann beginnt erst die Leckagensuche. Deswegen ist das wahrscheinlich ein Punkt, der 2-3 Mal vorkommt. Dasselbe mit den Rohr- und Leitungsdurchbrüchen. Abdichtet, ja, nein. Ich werde da inzwischen schon ein bisschen auch eben auf der Baustelle, versuche ich radikaler zu sein, weil ich einfach dann nicht warten will und wenn das nicht gemacht ist, dann gehe ich wieder. Dazu will ich aber eigentlich die Vorbegehung, die ich auch bei meinem vorgehenden Vortrag einfach probiere optional anzubieten, dort diese Checkliste mitnehmen und das dann auch noch mitteilen, dass der Architekt das alles machen kann. Die Fort- und Zuluft zugänglich. Ich hatte auch schon den Fall, dass es dann nicht mehr zugänglich ist. Irgendwo auf dem Dach, über Dach, Gerüst nicht mehr vorhanden und man kommt gar nicht an die Leitungen ran. Und dann hat man Zu- und Fortluftauslässe, die nicht zugänglich sind. Ist höchst unbeliebt. Weiß ich auch nicht genau, was machen. Für mich ist das inzwischen auch eher ein Ding, das ich dann wieder, wo ich dann wieder abhaue, fortfahre. Die Liste ist aber nicht komplett, die ist einfach so mal entstanden. Weiß auch nicht, ob Interesse besteht, dass man dann die fortsetzt oder ergänzt, können wir dann auch noch diskutieren. Dann klar, Messgerät, Batteriestand checken, Ventilator, sind alle richtigen Blenden vorhanden auf der Baustelle eingesetzt. Stabilität, blaue Doorrahmen, kennt ihr sicher auch das Problem, dass der mal rumfliegt, wenn er nicht genügend gut eingebaut ist. Die Schlauchsets sind so ganz beliebt, selbst auch bei mir sind die alle angeschlossen. Der Gummizug des Kragens habe ich auch schon für mich Messungen verhauen und danach gemerkt, Depp, hätte ich mal genau hingeschaut. Das Laptop dabei, wenn man es automatisch misst. Dann die Hilfsmittel dazu. Was auch immer. Die Ballone eingesetzt, die Abdichtungsballone, kennt ihr bestimmt auch. Die haben die Tücke, dass wenn man sie einsetzt, aufbläst und ja den Stöpsel drin lässt zum Aufblasen, den letzten Ballon, den man aufbläst und einfach drin lässt, solange ein Stift drin ist, geht die Luft raus. Hatte ich auch den Fall, dass ich mehrere Leitungen Ballone gefüllt hatte, dann begonnen zu messen und die Messung war am Anfang okay und dann hat sich die Kurve irgendwie verzogen und dann ganz am Schluss haben wir herausgefunden, dass der
Helfer, der mir da geholfen hat, die Pumpe mit dem Stöpsel im Ballon drin gelassen hat und halt nach Viertelstunde oder nach 10 Minuten war keine Luft mehr drin. Deswegen war die Messung nicht brauchbar. Warnschilder bei weiteren Türen ist vor allem bei Großläufen Gebäude hilfreich. Habe ich bei mir inzwischen auch in meinem Set inkludiert, dass ich da welche befestige an Türen, die von fremd zugänglich sind, um Messabbruch und Unterbrüche zu unterdrücken. Dann die Bauteile sind eigentlich mit dem, was auf der Checkliste ist, beziehungsweise auch auf der Checkliste von Minergy enthalten ist, identisch. Da hat es die Klassiker darunter. Ich werde es die nicht einzeln aufzählen, weil die könnt ihr nachlesen auf Minergy-Liste oder auch dann auf der Folie später. Aber das sind ja so die üblichen Sachen, die dann eingesetzt werden. Das sind, weiß nicht, kennst du wahrscheinlich auch alle die Ballone. Das haben wir drüben gesehen. Das sind so Elektroleitungen, aber ganz tückisch war da hier, das sind so Holzpelle, sind es nicht, sind so Flocken, wie Haferflocken. Die Dinge sind natürlich auch nicht stabil. Also wenn man den Unterdruck oder Überdruck aufdreht, fliegen die einfach in die nächste Zone rüber. Gibt so einen schönen Sprühregen. Ist nicht so beliebt gewesen beim Nachbarn. Oder Zuluft für Schwedenofen. Boden eben, hat keiner gesehen, dass da noch ein Zuluft ist. War auch ein Problem mit der Messung. Ja, das sind so meine Ideen, die ich für mich im Kopf durchgehe und die ich mir auch irgendwo aufgeschrieben habe als Testvorbereitung unmittelbar. Bin aber gerne eben bereit, entweder die Liste zu ergänzen oder dann auch zu diskutieren später. Das war's zu dem Thema.